herzlich willkommen zum Film über die Projektwoche am Speyer Kolleg. Ja, das Staatliche Speyer Kolleg ist eine Institution des zweiten Bildungsweges. Das heißt, man kann hier das Abitur nachmachen, zum Beispiel nach einer Berufsausbildung. Das Speyer Kolleg bietet Menschen, die das Abitur nachmachen wollen, vielfältige Möglichkeiten. Es ist eine Ganztagesschule, das heißt, man kann hier, ohne berufstätig zu sein, seine Ausbildung machen. 5 Tage, Montag bis Freitag ist Unterricht, vor- und nachmittags. Das Ganze wird zusätzlich gefördert durch eine unabhängige BAföG-Zahlung, also elternunabhängige BAföG-Zahlung. Es gibt ein schlagendes Argument. Unsere Gesellschaft verändert sich dahingehend, dass immer mehr Qualifikation gebraucht wird und gefragt ist. Die Industrie verändert sich, die Arbeitswelt verändert sich. Es sind immer höhere, bessere, speziellere Qualifikationen gefragt. Und bei vielen Berufsbildern brauchen wir mittlerweile mindestens die Fachhochschulreife, wenn nicht sogar die allgemeine Hochschulreife. Ich finde die Aufgabe des Kollegs, jungen Menschen oder auch Menschen in schon etwas fortgeschrittenerem Alter die Möglichkeit zu geben, einen höheren Bildungsabschluss zu erwerben, finde ich eine gesellschaftlich sehr, sehr wichtige Aufgabe. Hier, wo Schüler tagtäglich in ihrem Klassensaal sitzen und schwitzen, findet einmal im Jahr, kurz vor den Ferien, eine Projektwoche statt. Die Projektwoche schließt bislang unser Schuljahr ab. Das heißt, hier kann man klassen- und kursübergreifend Themen, die normalerweise nicht im Stundenplan stehen, bearbeiten. Man kann aus dem Unterricht heraus, man kann darüber hinaus andere Dinge mit einer Gruppe, die sonst so nicht zusammenarbeitet, erledigen. Das Kolleg selbst hat vielfach davon profitiert. Es gab eine ganze Reihe von Projekten, die sich des Kollegs selbst angenommen haben. Also hier ist zum Beispiel ein Beachvolleyballfeld entstanden, ein Grillplatz ist entstanden, ein Partyraum ist entstanden, ein Schüleraufenthaltsraum ist entstanden und vieles andere mehr. Das heißt also, die Projektwoche schweißt am Ende des Schuljahres alle nochmal zusammen und man hat etwas für das neue Schuljahr gewonnen. Ja, hallo, wir sind das Projekt Musik, haben wir einen tolleren Namen? Noch nicht. Vielleicht seht ihr mich noch ein zweites Mal, uns noch ein zweites Mal, wenn wir beim Abschlussfest vielleicht Musik machen. Mal schauen, vielleicht macht's Spaß, hoffentlich. So, also wir sind hier im Musikprojekt und wir nehmen hier die diversen Instrumente auf, später werden die noch vertextet. Das heißt also, die Jungs spielen halt ihre Instrumente ein, je nach Gutdünken. Und unten sitzen schon ein paar, schreiben Texte. Ich werde auch noch ein bisschen was schreiben, hoffentlich kriegen wir was hin. Und das Ganze wird dann halt hier abgemischt. Und wir hoffen, dass wir da einen schönen Song hinbekommen. Ne? Verfasst worden und ist deshalb auch, also das Greenpeace hat seine eigenen Forderungen deswegen. Wir haben das Projekt Ökonomische Bildung. Der Beweggrund für dieses Projekt war, dass wir, dass die Ökonomie ein sehr kompliziertes Gebiet ist, dass man da kaum Durchblick hat. Deshalb wollten wir eine Einführung in die Ökonomie, damit wir die wirtschaftlichen Entwicklungen mitverfolgen können und beurteilen können. Soziale Rechte sollen global durchgesetzt werden. Das ist halt fraglich, weil das ist ja fast unmöglich sowas, dass jedes Land auf der Welt sozial, dass jeder Bürger, jeder Mensch auf der Welt soziale Rechte hat. Das ist in meinen Augen unmöglich. Viele Politiker sprechen von Wirtschaftswachstum, dass wir unbedingt ein Wirtschaftswachstum brauchen. Und wir haben die Frage gestellt, brauchen wir wirklich Wirtschaftswachstum? Wir wollten auch uns alternative
Ideen mal anhören, alternative Modelle uns anschauen, nicht nur Gegenwirtschaftssystem von Friedman zum Beispiel, Neoliberalismus, sondern auch andere Modelle uns mal anschauen. Ja, ihr habt hier das Sportprojekt besucht mit eurer Kamera. Wir stehen hier gerade vom Volleyballfeld, vom Beachvolleyballfeld, Entschuldigung. Das hat gerade ein neues Netz gesponsert bekommen. Und wir haben gestern schon ein bisschen gespielt. Heute ging das weiter. Unten in der Turnhalle ist noch Badminton aufgebaut, glaube ich. Das Ganze steht so ein bisschen unter dem Schirm. Verschiedene Sportarten ausprobieren. Und zu dem Zweck gehen wir dann morgen nach Kandel, Gemmersheim. Und besuchen da die Squash-Halle und spielen dann ein bisschen Squash und hauen ein bisschen auf den Ball. Ja, wir wollen dieses Jahr nicht mehr das ganz große Rad drehen, sondern nur ein paar Kleinigkeiten hier verändern. Wir wollen oben noch eine kleine Auffanganlage bauen, um die Bälle nicht immer aus dem Gestrüpp holen zu müssen. Wir bauen hier eine Walze, um den Platz hier, den Grundplatz abzuwalzen. Und wenn es noch klappt, schaffen wir hoffentlich vielleicht irgendwann mal die große Schachtruhe mit den Figuren außen zu installieren. Auch das haben wir uns noch vorgenommen. Passt, ne? Ja, also jetzt hier in der Schule beschäftigen wir uns mit mehreren physikalischen Versuchen. Es werden auch mathematische Versuche und Sachen werden dargestellt. Wir gucken jetzt speziell um physikalische Bereiche. Da sind wir auf 287,5 Ampere kommen. Die Schule macht maximal 4 Ampere. Ja. Okay. Das heißt, man kann es nicht länger wie eine Minute machen und dann müsste die Schule normalerweise durch den Tisch mühen. Also ich schätze mal, dass es schon nach 10 Sekunden desintegriert. Ah, das ist voll jetzt. R ist immer links dann. Aber R ist dann umgedreht. Weil ja, 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 natürlich, ja. Ich dreh rechts und links um und drehe gegen und mit dem Uhrzeigersinn. Wir machen jetzt so komische Projekte. Und ich mache jetzt einen Entwurf für ein Plakat, wie die alten Ägypter gerechnet haben, multipliziert haben. Dieser Film war unser Beitrag zur Weltwoche. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen.